Servus, liebe Trainer. Heute möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr das Trend-Template von Marc Minervini dazu nutzen könnt, um schnell und einfach die Top-Bullen-Aktien am US-Markt zu finden. Das interessiert mich als Trendfolgetrader natürlich immer wieder und hier eignet sich dieser Indikator besonders gut dafür. Aktuell haben wir ja in den letzten Wochen eine etwas stärkere Korrektur an den Märkten gesehen. Jetzt wurde eine Erholungsbewegung eingeleitet und da interessiert es mich natürlich immer, welche Bullen sofort auf neue Hochs ausbrechen können. Ich zeige euch ganz kurz, was das Trend-Template überhaupt ist und wie sich dieses zusammensetzt, wie ihr dieses in euer tägliches Screening integrieren könnt und wie ihr dann anschließend damit die spannendsten Aktien findet. Marc Minervini ist ja einer der erfolgreichsten Trendfolgetrader überhaupt. Unter anderem ist sein Erfolg auf das von ihm entwickelte Trend-Template zurückzuführen. Dieses setzt sich aus einer Reihe von gleitenden Durchschnitten zusammen und mit diesen konnte er in Verbindung mit seiner SEPA-Methode über einen Zeitraum von 5,5 Jahren eine durchschnittliche Performance pro Jahr von etwa 220% erzielen. So hat er aus 100.000 US-Dollar über 30 Millionen gemacht. Und das hat ihn natürlich zu einer lebenden Legende gemacht. Schauen wir uns ganz kurz am Trading Desk an, wie ihr dieses Trend-Template nun für eure Screenings nutzen könnt. Gehen hier auf den Trading Desk, sind schon eingeloggt, nehmen uns jetzt einfach einen leeren Desktop und jetzt können wir eine x-beliebige Kursliste nehmen. Gut eignet sich zum Beispiel hierfür die Top Growth 150 Wachstumsaktienliste von William O'Neill. Dann habt ihr schon mal sehr gute Wachstumsaktien auf dem Schirm und könnt in Verbindung mit dem Trend-Template dann noch die besten Bullen heraussuchen. Wo findet ihr diese Kursliste? Ihr geht einfach auf den Reiter Kursliste und dann bei den fundamentalen Auswahllisten seht ihr hier unter anderem Top Growth 150. Optional dazu könnt ihr auch den Listen Explorer öffnen. Dort findet ihr dann genau dieselbe Auswahlmöglichkeit. Wir nehmen jetzt diese Kursliste und hier haben wir bereits den größten Teil der Arbeit für euch erledigt. Ihr geht einfach auf Konfiguration, geht dann auf Pro-Konfigurationen und findet dort unter anderem auch vorgefertigt schon das Trend-Template. Ihr müsst hier nur auf Anwenden klicken, schon wird diese Liste von den 150 bestehenden Aktien auf die Auswahl reduziert, wo das Trend-Template aktuell erfüllt ist. Ich möchte euch aber auch ganz kurz zeigen, wie ihr das selbst vornehmen könnt. Wir öffnen die Kursliste einfach noch einmal, haben jetzt hier einfach eine zweite zur Verfügung und dann, ihr kennt es ja schon, über das grüne Plus-Symbol schaltet ihr euch einfach den gewünschten Indikator hinzu. Unter Indikatoren findet ihr dann auch das Trend-Template und wie immer gilt, wenn ihr euch nicht sicher seid, was ihr hier genau vor euch habt, klickt ihr einfach auf das rote Rufzeichen. Dann habt ihr schon die Erklärung und seht ganz genau, was erfüllt sein muss, damit das Trend-Template aktiv ist. Gehen wir es ganz kurz durch. Wir haben prinzipiell drei gleitende Durchschnitte, die wichtig sind für uns. Das ist zum einen der GD50, der GD150 und der GD200. Vereinfacht gesagt, muss der Kurs über dem GD50 notieren, der GD50 über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 150 Handelstage. Der wiederum muss über dem GD200 notieren und der GD200 muss mindestens einen Monat lang ansteigen. Zusätzlich dazu muss der Kurs aktuell 30% über dem letzten Jahrestief notieren und die Aktie darf nicht weiter als 25% vom letzten Hoch entfernt sein. Das heißt, so findet ihr schon mal Top-Performer, die dann auch in einer überzeugenden Aufwärtsbewegung sind. Dann müsst ihr nur auf Anwenden klicken. Ihr seht jetzt, dass wir immer noch 150 Aktien haben und mit dem roten X seht ihr, wo das Trend-Template aktuell nicht erfüllt ist. Mit dem grünen Häkchen seht ihr, wo es aktuell schon der Fall ist. Ihr könnt das auch ganz einfach filtern mit dem Klick auf Scans, dann das Plus über der jeweiligen Filterebene. Ihr geht einfach auf Aktiv, Filter speichern und schon findet ihr die Kursliste identisch zur linken bzw. bereits vorgefertigten vor. Nur so viel dazu, wie ihr es selbst schneller stellen könnt.
Damit wir jetzt natürlich die stärksten Performer noch finden, können wir wie immer schauen, welche Aktien gerade im Bereich des 52-Wochen-Hochs notieren. Wir sortieren diese Liste aktuell nach absteigender Reihenfolge und finden jetzt sehr spannende Aktien, die sich für Trendfolge-Trades eignen. Zum einen haben wir hier eine Heiko Corporation, eine wunderschöne, überzeugende Aufwärtsbewegung. Es gab hier einen Pivotal News Point. Ihr könnt das Trend-Template jetzt auch immer ganz schnell und einfach hinzuschalten, und wenn ihr das überprüfen wollt, indem ihr einfach auf Konfiguration klickt, dann Basiskonfigurationen und Trend-Template. Dann werden euch die drei Durchschnitte eingeblendet. Wenn ihr die Farben individuell anpassen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen und dann auch eine eigene Konfiguration abspeichern. Wir sehen also, hier wird alles erfüllt. Der GD50 über dem GD150, der wiederum über dem GD200 in Form der grauen Linie, der über einen Monat lang ansteigend ist und die Aktie notiert im Bereich des Hochs. Sehr spannend ist hier, dass wir mit Heiko und hier auch Woodward beispielsweise zwei Aktien haben, die in derselben Branche tätig sind. Man fungiert nämlich als Zulieferer für die Luftfahrtindustrie. Und hier sehen wir auch bei Woodward gerade eine wunderschöne Konsolidierung, die sich jetzt wieder dem Ende zuneigen könnte. Das heißt, sobald hier der Breakout auf ein neues Hoch erfolgt, bietet sich hier eine wunderschöne Einstiegsgelegenheit. Den Trade kann man hier an der unteren Begrenzung auch wieder sehr gut absichern. Und wenn euch dann auffällt, dass aus einer Branche mehrere Aktien vermehrt auftauchen, dann haben wir hier natürlich auch den Weg des geringeren Widerstands, was unsere Erfolgschancen deutlich erhöhen kann. Wir haben aber auch eine Cop-Art hier zum Beispiel. Hier erfolgte bereits gestern der Breakout. Sehr schön, ein Aufwärtsimpuls, kurze Konsolidierung, nächster Aufwärtsimpuls und das Trend-Template wurde hier gerade erst wieder aktiviert. Auch die Softwareanbieter sind hier wieder zu finden, unter anderem eine Paycom Software. Auch hier könnte es heute zum Breakout kommen. Gestern wurde schon ein neues Allzeithoch generiert. Die Aktie befindet sich aber noch unmittelbar im Bereich des Breakout-Levels. Hier waren es zum Beispiel schon die Q4-Zahlen, die überzeugen konnten. Dann gab es erneut Q1-Zahlen über den Erwartungen. Und nach einem kurzen Rücksetzer auf den GD50 konnte die Aktie in den letzten zwei Tagen sofort wieder zulegen und auf ein neues Hoch ausbrechen. Also hier bietet sich auch ein guter Einstiegspunkt an. Und gerade HCM-Lösungen, also alles, was das Human Capital Management betrifft, hier ist Paycom Software unter anderem führend, erfreut sich aufgrund der Digitalisierung einer immer größeren Nachfrage. So, jetzt ist der Mauszeiger gerade verschwunden, jetzt geht's wieder. Herzeigen kann ich euch jetzt hier noch beispielsweise auch eine The Trade Desk. Wunderschön, so wie man es gerne sehen möchte. Es gab einen Pivotal News Point, der einen Aufwärtsimpuls geliefert hat natürlich. Dann gab es eine längere Konsolidierung und nach einem Rücksetzer, der exakt auf die Pivotal Priceline stattgefunden hat, kann die Aktie wieder zulegen, geht in eine Konsolidierung über, wobei sich die Handelsspanne hier schön in einer Keilformation immer mehr verengt hat und in den letzten zwei Tagen ging es wieder mit einem gewaltigen Aufwärtsimpuls nach oben. Ihr seht also, ihr könnt hier alleine mit dem Trend-Template ganz schnell und einfach auf die Top-Wachstumsaktien aufmerksam werden, könnt so eure Screenings immer weiter verfeinern und euch optimal auf den Start der US-Märkte vorbereiten. Ich hoffe, ich konnte euch das Trend-Template nun ein wenig näher bringen und ich wünsche euch viel Spaß beim Durchführen eures täglichen Screenings.